Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Apple ist wieder am Start und zwar mit der nächsten App Review und zwar mit Haction. Ist noch ein richtiger Newcomer, wenn das mal so ausgedrückt werden kann. Die Entwickler haben sich bei mir mal gemeldet, ob man eventuell mal eine Review drüber machen könnte. Und da habe ich gedacht, na klar, warum nicht? Ist ja auf jeden Fall mal was. In den Charts steht das ganze Ding erstmal drinnen mit über 10 Downloads. Das heißt, es ist wirklich noch ganz weit weg. Das gibt es jetzt, glaube ich, so seit 10, 15 Tagen, wenn ich jetzt so irgendwie, ah, verdammt, so richtig informiert bin. So, damit ihr gleich mal seht, worum es hier eigentlich geht, spiele ich das hier direkt mal an und habe es jetzt das erste Mal gezockt. Und zwar folgendes. Ihr könnt hier wählen zwischen dem Modus mit einer Hand spielen oder mit beiden Händen spielen. Also eigentlich braucht ihr bloß beide Daumen. Wer keine Daumen hat, nimmt andere Finger, ohne diskriminierend wirken zu wollen, jetzt hier an der Stelle erstmal. Ihr seht ja schon selber, wie das Spielprinzip ist. Ich habe es erst zwei, dreimal ausprobiert, weil ich gar nicht wusste am Anfang, wie und wo das funktioniert. Das Ding ist daran, ihr müsst hier immer die Bewegungen machen und zwar entweder so drauf tippen, wenn der Kreis ist, als Swipe-Modus oder direkt drauf halten, wenn dieser Kreis da ist. Also nochmal, in alle möglichen Richtungen swipen oder direkt, wenn der Kreis erscheint, draufdrücken. Aber erst, wenn die beiden Streifen dort drinne sind, an der Stelle erstmal. Wenn das Ganze natürlich nicht funktioniert, wäre das ein fataler Fehler. Nochmal von vorne, also das erste geht so los in dem Moment, man wartet, es geht langsam los, bis die roten Streifen grün werden. So, dann tippt man drauf, jetzt ein Swipe zur rechten Seite und wieder in die Mitte drauf. Immer warten, bis das Ganze hier grün wird. Ansonsten wird es rot und dann ist es natürlich vorbei. Alle paar Minuten kommt dann irgendwo mal Werbung eingefädelt. Für ein kostenloses Spiel muss man das natürlich hinnehmen, weil sonst rechnet sich die Entwicklung einer solchen App ja nicht. Und wer hat denn dafür Lust, 1, 2 Euro zu bezahlen? Das haben sich die Entwickler schon gut ausgedacht. An der Stelle ist das schon sehr gut gelungen. So, man hört ja auch, dass der Takt immer ein bisschen schneller wird. Erstmal fängt ganz langsam an und dann versucht man immer schneller zu werden. Das kann man hier über Google Play natürlich auch noch weiter mit den na, Punktzahlen dann. Was wollte ich denn jetzt sagen? Mit den Punktzahlen wollte man das denn hier natürlich vergleichen können, richtig. So, man sieht, jetzt geht es hier richtig ab. Man soll schön darauf achten, dass man das alles hinbekommt. Und dann toppen wir den Score jetzt hier erstmal wieder. 5 Minuten gespielt und direkt ein 18er Score. Und dann wird das immer schneller. Ich weiß gar nicht, wie schnell das Ganze erstmal werden kann. Am besten man nimmt doch beide Daumen. Ich nehme jetzt nur den rechten. Ist auf jeden Fall nicht ganz einfach. Ah, und da ist vorbei. Zack, bei 29 ist der Score. Das sieht man ja oben links in der Ecke natürlich. Dann kann man hier natürlich zurückgehen und kann natürlich gucken. Man kann das auch mit beiden, ja nicht Händen, aber mit beiden Daumen spielen. Das heißt, man muss parallel ziehen. Einmal hoch und da ist es auch schon gleich beim ersten Mal vorbei. Einmal nach links und einmal nach oben. Haut relativ gut hin. Was, was, was? Ist doch runtergezogen. Na, das ist ja jetzt hier eine Frechheit. So, wir versuchen, dass wir das beides hinkriegen. Und jetzt beides runter. Vielleicht kriegen wir ja den Score über die 6 drüber. Man muss sich auf jeden Fall konzentrieren. Es ist wirklich interessant. Der Name Haction erinnert mich an Hektik. Und das passt doch ganz gut in der Beziehung. Oh, da haben wir doch direkt schon einmal den Score erhöht auf 10 schon mal. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Und das könnte was werden. So wie bei der deutschen Fußball-Weltmeisterschaft. Aber auch in dem Moment ist es wieder vorbei. Gucken wir mal zurück. Wir haben hier natürlich die ganzen Listen, wo man sehen kann, welcher spielt und welcher nicht. Ich habe den 29er auf der Seite mit einer Hand und habe bei beiden Händen im Moment einen 14er Score. Das könnt ihr natürlich selber mal ausprobieren. Also mir macht es definitiv Spaß. Haction, eine der besten Newcomer-Apps, die ich jetzt so mal gespielt habe, hat man auf jeden Fall auch Freude, das wieder mal zu probieren. Und wenn das Ganze recht gut ausfällt, könnte man ja sehen, dass es irgendwann in den Charts drin ist. Vielleicht ist es ja dann doch soweit. Mal sehen, wie lange das dann noch dauert. Wer, wie gesagt, nicht weiß, ob es was für ihn ist, einfach mal ausprobieren. Großen Respekt an die Entwickler erstmal, ne? So ein Ding rauszuhauen, habe ich vorher persönlich noch nicht gespielt. Und ich habe ja schon einige Apps durchgespielt. Und wer natürlich das Ding mal ausprobieren möchte, kann sich
die App kostenlos im Play Store herunterladen. Den Link findet ihr dazu wie gewohnt bei mir in der Beschreibung. Und dann testet ihr das Ganze mal. Und wer hier natürlich noch ein bisschen ein Metronom braucht, was immer schön tickert, hat hier natürlich, wenn der Spieler gut ist, ein passendes Metronom im Hintergrund. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, so ein Mist aber auch. Schwierig, aber machbar. Und es hat einen Reiz, immer wieder spielen zu... Nee, Moment, dass man es immer wieder spielt. Das ist der Reiz daran. Viel Spaß mit der App. Haction heißt das gute Ding. Wie gesagt, kostenlos im Play Store, Link in der Beschreibung. Wir sehen uns bei der nächsten App-Review. Bis dahin, auf Wiederschauen.